Hi, heute endlich wieder eine von den Fragen, die ihr gemeinsam ausgesucht habt und die wir dann auf diesem Kanal hier behandeln wollen. Ich starte mal direkt durch und dann erkläre ich dir ein bisschen noch, was damit zusammenhängt. Deine Frage lautete, gab es Drachen und Dinosaurier zu der Zeit der Menschen auf der Erde? Boah, das ist natürlich genau die Frage, die ich als Pastor, also als Theologe, also als Geisteswissenschaftler überhaupt gar nicht beantworten kann. Und trotzdem mache ich dir ein Video und will dir meine Gedanken dazu erzählen, aber immer unter dieser ganz klaren Antwort, ich weiß es nicht. Ich habe von diesem biologischen Bereich überhaupt keine Ahnung. Ich habe mich versucht, in meinem Leben da immer mal wieder hineinzuversetzen und ein bisschen was zu lesen und zu lernen, aber ich merke, dass ich an gewissen Punkten einfach an eine Grenze in meinem Verstand komme. Und ich habe auch gelernt, dass ich diese Grenze in meinem Verstand akzeptieren darf. Nun, ihr habt gemeinsam ausgesucht und nach wie vor wird es auf diesem Kanal so weitergehen. Ihr stellt Fragen anonym per Telonym oder über Kommentare oder so wie dieser hier jetzt auf einem Feed, wo dann eine Frage möglich gewesen ist. Ihr stellt auf jeden Fall eure Fragen und dann gibt es die große Umfrage. Der Link ist hier unten drin und in dieser Umfrage sagt ihr dann, was auf diesem Kanal behandelt werden soll. Also du entscheidest über die Inhalte, die wir hier gemeinsam entdecken werden. Eigentlich, und deswegen ist diese etwas längere Ankündigung, Vorbereitung, wie auch immer du es nennen möchtest auf dieses Video, eigentlich war die meistgewählte Frage eine andere, nämlich die Frage, kannst du eine Videoreihe zur Offenbarung machen? Und selbstverständlich sage ich auch dazu, ja, ich freue mich schon drauf, das wird eine ganz krasse und auch eine ganz andere Erfahrung mal werden, aber Videoreihe, merkst du schon, das dauert ein bisschen, das kriege ich nicht innerhalb von wenigen Tagen hin, das heißt in einigen Wochen, wahrscheinlich wenn es dann draußen ungemütlicher wird und das Thema so ein bisschen dazu passt, so mit Endzeit und allem Möglichen, was da an Kämpfen stattfinden soll, das werden wir dann behandeln. Jetzt geht es um Drachen und Dinosaurier zu der Zeit der Bibel. Und ich merke, wir müssen da erstmal klarkriegen, was ist da gemeint. Also Drachen und Dinosaurier sehen vielleicht in Filmen ähnlich aus, aber sind ja zwei ganz unterschiedlich beschriebene Arten von Wesen. Dinosaurier können wir über Fossilien, also über versteinerte Knochen, als ehemalige Bewohner auf diesem Planeten identifizieren. Mein Wissen allerdings kommt an dieser Stelle schon mehr von den Jurassic Park Filmen als von irgendwelchen wissenschaftlichen Ausgrabungen. Ich habe wirklich ganz wenig Ahnung, außer das, was man so als typischer Junge, wenn man groß geworden ist, irgendwann mal so mitbekommen hat. Aber ganz klar ist, und da müssen wir auch nicht irgendwie drumherum diskutieren, es gibt diese Knochen in der Erde, sie werden ausgegraben und man sieht, da sind gewaltige Wesen auf diesem Planeten unterwegs gewesen. Ich habe irgendwann schon mal gehört, dass Christen gesagt haben, das kann ja nicht sein, weil das passt nicht in meinen Schöpfungsglauben. Und das ist bestimmt so, dass irgendwelche atheistischen Wissenschaftler diese Knochen vergraben haben. Ist natürlich absoluter Blödsinn. Die werden gefunden, die sind da. Mit diesen Fakten muss man sich auch als Christ, egal was man glaubt und egal ob man jetzt Kreationist ist oder Evolutionist oder irgendwas dazwischen oder noch gar keine Antwort hat, mit diesen klaren Fakten muss man sich auseinandersetzen. Auf der anderen Seite gibt es Drachen. Drachen im Wesentlichen verstanden als irgendwelche mythischen Fabelwesen, oftmals in den Erzählungen jedenfalls mit magischen Kräften, mit der Möglichkeit, Menschen zu verzaubern oder Menschen in ihren Bann zu ziehen oder wie auch immer. Auch da merke ich, mein Wissen über diese Wesen, über das, was da erzählt worden ist, ist sehr geprägt von dem Lied von Eis und Feuer. Das ist wahrscheinlich überhaupt nichts Belastbares und deswegen habe ich an der Stelle schon mal geschaut, was können wir denn noch mehr finden? Also, das sind nun mal zwei unterschiedliche Dinge. Und zu Dinos haben wir die Knochen. Zu Drachen haben wir interessanterweise auch einige Erwähnungen in der Bibel. Und da wird es jetzt spannend. Du kannst ja selbst, wenn du eine Bibelsoftware hast, kannst du einfach suchen, sonst nimmst du dir eine Konkordanz und schaust mal nach dem Wort Drachen und du wirst feststellen, es wird immer wieder von dem Vergleich gesprochen, dass jemand mit etwas wie einem Drachen kämpft oder dass jemand wie ein Drache beschrieben wird oder auch, dass tatsächlich der Kampf zwischen Drachen, also zwischen diesen Drachenwesen beschrieben wird. Sehr schnell merkt man aber, wenn man dann so ein bisschen tiefer einsteigt, dass an dieser Stelle hebräische und griechische Worte stehen, die nicht das meinen, was wir heute zu unserer Zeit unter Drachen verstehen. Es ist also nicht gemeint, dass da irgendwelche magischen Wesen sind, so groß wie ein Tyrannosaurus Rex, die Feuer speien, also eine Mischung zwischen Jurassic Park und Godzilla und noch irgendwelchen anderen fantastischen, fantasievollen Filmen. Nein, die Worte, die hier genutzt werden, werden genutzt, um die unerklärlichen Sichtungen von Ungeheuern gerade auf dem Meer zu beschreiben.
Und das gibt es gerade in der Antike, also im griechischsprachigen Bereich, ganz, ganz viel, dass ehemalige Matrosen das, was sie auf dem Meer erlebt haben, was sie auf dem Meer gefunden haben, versucht haben, in Worte zu fassen. Und das zu einer Zeit ohne Smartphones, mit denen man schnell Fotos machen konnte, ohne Google, wo man sich über irgendwelche Aspekte dieses Wesens, was man da gerade gesehen hat, informieren konnte, ohne die Möglichkeit, Dinge festzuhalten, sondern einfach nur so, du musst dir vorstellen, du bist mit so einem kleinen Kutter auf dem Meer und dann kommt da ein riesiges Tier einmal rausgesprungen und taucht wieder ab und das war's. Und du hast es einmal kurz gesehen und hast mega Schiss. Und das haben sie versucht zu verarbeiten. Tatsächlich gibt es auch im Mittelmeer Seeschlangen, Riemenfische heißen sie, werden mehrere Meter lang und wurden seit allen Zeiten für ungeheuer gehalten und wurden noch immer wieder als das Böse des Meeres interpretiert. Von diesen Sichtungen hat sich dann sowohl in der biblischen Welt als auch in der außerbiblischen Welt so eine mythische Ebene drum gebildet, dass Menschen also die Ungeheuer draus gemacht haben, die magischen Ungeheuer, die alle möglichen Schiffe gefressen haben und die gefährlich gewesen sind für die Menschen. Interessanterweise, und das ist jetzt wirklich wichtig, in der Bibel wird niemals beschrieben, dass jemand solch ein Ungeheuer gesehen hat und dieses magische Böse von diesem Ungeheuer erlebt hat. Nein, es wird nur das, was in der Gesellschaft sowieso schon da gewesen ist, das Wissen, dass es etwas unter dem Meer gibt, was man nicht erforschen kann, von dem man nichts wissen kann, dass es weitergegeben wird. Aber du merkst schon an der Stelle, und da kommen wir so langsam in Richtung einer Antwort, einer ersten Antwort, von Dinosauriern haben wir nur Knochen. Das ist auch biblisch weiterhin so. Von den Drachenwesen, also den Seeungeheuern, von Riesenschlangen oder was auch immer du sagen willst, haben wir textliche Belege, die auf Sichtungen hindeuten. Also wo Menschen wirklich etwas gesehen haben und da dann mehr reininterpretiert haben, als wir heute mit unserer Technik und U-Booten und Tauchausrüstung halt nachvollziehen können. Gab es Drachen und Dinosaurier zu der Zeit der Menschen auf der Erde? Drachen im Sinne dieser Riesenschlangen gibt es auch heute noch? Ja. Bei Dinosauriern wird es schwieriger. Die Funde, die wir als Fossilien entdecken, sind allesamt in Bereichen, in denen keine menschlichen Überreste gefunden worden sind. Das heißt, wissenschaftlich ist die Aussage ganz eindeutig, da wo die Dinos gelebt haben, lebten keine Menschen. Zu dieser Zeit, in diesem Zeitraum, in diesem Lebensabschnitt der Welt oder auch an diesem Ort dieser Welt. Und an dieser Stelle sind sich auch alle Forscher einig, die Menschheit hätte parallel zu einem Tyrannosaurus Rex oder anderen Dinosauriern niemals überleben können. Ich denke wieder nur an Jurassic Park und muss dir sagen, es ist eindeutig. Es ist zwar ein Franchise, es ist eine mega fantastische Geschichte, aber am Ende gewinnen doch immer die großen Viecher. Und die Menschen, die ziehen immer den Kürzeren, weil man gegen solche großen Viecher einfach als Menschen nicht überleben kann. Ganz einfache Geschichte. Das heißt, wissenschaftlich klare Aussage, Dinos und Menschen, keine Chance. Nun kommen einige Christen her und sagen, es gibt aber doch diese Fußspuren. Die Fußspuren, wo Menschenspuren in Dinospuren drin sind. Es sind die, ich habe mir das aufgeschrieben, es sind die Fußspuren vom Palaxy River. Und tatsächlich gibt es da einige Funde, in denen Dinospuren in so Kalkgestein irgendwie versteinert worden sind. Und da sind dann kleinere Spuren drin, die man für menschliche Fußabdrücke halten könnte. Interessanterweise hat schon in den 70er Jahren aber ein Wissenschaftler daran geforscht, ein Kreationist, also jemand, der beweisen wollte, dass das menschliche Fußspuren sind und dass Dinos und Menschen gleichzeitig gelebt haben. Und er hat herausgefunden, das sind tierische Fußspuren, das kann niemals ein Menschenfuß gewesen sein. Es ist also widerlegt. Diese These, die sich immer noch in manchen christlichen Köpfen hält und die tradiert wird, ist widerlegt. Es ist sogar auf der anderen Seite bewiesen worden, dass manche fromme Typen zu diesen Fußspuren gegangen sind und sie gefälscht haben, um dann zu behaupten, da wären Menschen mit Dinos parallel zu einer Zeit in einem Ort unterwegs gewesen. Das gibt's nicht. Dieser eine Fund wird diskutiert, aber mehr gibt es dazu nicht. Auch in der Bibel gibt es keine Beschreibung von Dinosauriern. Es gibt die Worte Behemoth, Leviathan in einem der ältesten Buch der Bibel, nämlich im Buch Hiob. Das können irgendwelche großen Tiere gewesen sein, das kann auch ein großes Krokodil gewesen sein, das kann auch die Beschreibung von einem Dinosaurierfossil gewesen sein, was man damals schon entdeckt hatte. Es ist ganz, ganz vieles möglich, aber nicht eindeutig. Um es nochmal ganz klar zu sagen, wir haben keinen Nachweis, dass Menschen und Dinosaurier parallel auf diesem Planeten gelebt haben. Und den haben wir weder theologisch,
geisteswissenschaftlich als naturwissenschaftlich, archäologisch in irgendwelchen Ausgrabungen. An dieser Stelle merken wir, hier bleibt eine Lücke. Und jetzt merkst du auch, warum mir das wichtig gewesen ist, als Pastor trotzdem dieses Video zu machen zu einem Thema, von dem ich keine Ahnung habe. Denn als Pastor glaube ich ja. Ich glaube an das, was in der Bibel steht. An manchen Stellen sehr, sehr wortwörtlich, an manchen Stellen aber auch in dem Gedanken, dass diese Menschen, die damals etwas aufgeschrieben haben, ja selbst keine genaue Vorstellung hatten. Also Offenbarung kommt gleich eine Reihe, kommt bald eine Reihe. Der Johannes, der hat Dinge aufgeschrieben, von denen er keine Ahnung hatte, wie er das beschreiben soll. Es ist eine apokalyptische Vision und er hat versucht, Worte zu finden für Dinge, für die man keine Worte finden kann. Und genauso kannst du an den Anfang gehen. Mose hat Dinge aufgeschrieben, von denen er keine Ahnung hatte, wie er beschreiben soll, was er da entdeckt hat, was Gott ihm da gezeigt hat, was da in irgendeiner Weise wichtig geworden ist. Aber sie haben Dinge aufgeschrieben, um uns eine Botschaft mitzugeben. Und diese Botschaft heißt nicht, schau nach dem, wie es passiert ist, sondern schau nach dem, warum. Schau danach, warum hat Gott die Menschen geschaffen? Warum hat Gott diese Welt geschaffen? Warum existieren wir? Und auf diese wichtigen Fragen bekommen wir Antworten. Und an diesen wichtigen Fragen möchte ich weiterarbeiten. Und an den anderen Fragen, auf die ich niemals befriedigende Ergebnisse finden werde, egal ob wir noch 1000 oder 5000 oder 10.000 Jahre forschen, wir werden einen Bereich dieser Erde niemals so ergründen können, dass wir da klar sagen, was da Sache gewesen ist. Auf diese Fragen muss ich auch, obwohl ich glaube, keine Antwort finden. Es gibt geschlossene Systeme. Es gibt das System mit Evolution und Millionen von Jahren alt. Und es gibt das System von Kreationismus und Welt maximal 10.000 Jahre alt. Und die sind so geschlossen, dass sie einander ausgrenzen und dass Menschen sich hier bekriegen. Aber das bringt in meinen Augen überhaupt nichts. Es bringt nichts, am Ende Recht haben zu wollen über einen Bereich, den man nicht erklären kann. Es bringt nichts, Recht haben zu wollen, wenn am Ende von einer Sintflut die Rede ist, die alles, was wir wissenschaftlich beschreiben können, sowieso nochmal über den Haufen wirft. Und es bringt auch nichts, weil es an meinem Leben, jetzt hier und heute, überhaupt nichts ändert. Es ändert nichts daran, ob ich die Bibel ernst nehmen kann oder wörtlich nehmen kann, weil ich glaube, dass die biblischen Autoren niemals den Anspruch hatten, uns naturwissenschaftliche Prozesse zu beschreiben. Sie hatten den Anspruch, uns deutlich zu machen, dass wir als Menschen von Gott gewollt hier auf diesem Planeten sind und dass wir eine Verantwortung für diesen Planeten haben. Dass wir auch jetzt eine Verantwortung haben, um dafür zu sorgen, dass nicht wieder weitere Rassen von Geschöpfen aussterben. Dass wir Verantwortung haben, an den zu glauben, der alles gemacht hat und das Menschen weiterzugeben. Weil dieser, der alles gemacht hat, den Menschen eine persönliche Beziehung anbietet und sagt, ich möchte mit dir gemeinsam durch dieses Leben gehen und bis in alle Ewigkeit mit dir gemeinsam unterwegs sein. Gab es Drachen und Dinosaurier zu der Zeit der Menschen auf der Erde? So wie wir sie heute verstehen, nach allem, was ich entdecken kann, theologisch, geisteswissenschaftlich, wissenschaftlich, archäologisch, wie auch immer, nein. Und es bringt auch nichts, an dieser Stelle groß weiter zu diskutieren. Es bringt viel mehr, sich auf die Dinge zu konzentrieren, von denen wir richtig Ahnung haben. Und uns nicht durch irgendwelchen Kleinmist verunsichern zu lassen. Es ist am Ende bedeutungslos. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Ich bin gespannt, ob dir das irgendwie geholfen hat. Ich bin auch gespannt, ob das überhaupt ein Thema ist, was mehrere interessiert. Aber ihr habt abgestimmt und so soll es weitergehen. Du stellst Fragen. Du entscheidest, welche Inhalte auf diesem Kanal landen sollen und wir gemeinsam entdecken dadurch eine ganz große Vielfalt von christlichem Glauben in dieser Welt. Ich wünsche dir jetzt erstmal alles Gute für die kommende Woche. Sei gesegnet, wir sehen uns. Ciao.